Und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry. Wir sind in der letzten Folge am Ende ja noch gestorben und genau dort geht es jetzt auch weiter. Ah. Nein. Ja. Weg mit einer Kettensäge. So, da kommt der Höllenritter. Und jetzt kommt die wieder. Also welcher von euch Fettärschen will der größte Verlierer im Limbo? Nein! Oh. Wenn sich die Kamera so dreht. Also das haben sie echt nicht sonderlich gut hinbekommen. Zeichnung der Tyrann. Gewonnen. Ah, jetzt können wir weiter. Aber hier habe ich gesehen. Da. So, noch mehr. Außer diese hässlichen Kurzgesichter hier. Okay, die kann man auch zerschießen, aber man muss das vorher doch helfen. Geht's dir gut? Das sah echt übel aus. Das? Quatsch. Das war leichter als eine Diät. Komm schon, ran an den Succubus. Schnell weg hier. Und so ein Zeug trinken die. Wolf. Das war nur das Ende der Mission, aber dabei. Es gibt Abzug. Ach, meine Güte, haben wir da übersehen. Ja, drei Sterne, zwei Tode. Trotzdem noch ein A. Nächste Mission. Einmal in den Laden. Ich würde gerne ein großes Gesundheitskreuz kaufen. Kriegen wir wieder so einen Balken dazu. Und dann Verbesserungen. Warte mal, nähren.
erhöhter Bonusschaden. Noch mehr erhöhter Bonusschaden. Luftwirbel Stufe 2. Oder Roulette. Größerer Höhengewinn. Das erhöht den Schaden. Ich mache mal den Schaden von Tief noch hoch. Weg für die Kombo gehalten. Das ist nicht meine Anlage. Was jetzt? Dieser Tunnel führt dich zum Succubus. Wie komme ich da runter? Du kommst nur aus dem Limbus hinein. Ich kann dir nicht folgen. Was ist das? Eine Eieruhr? Es ist ein Fläschchen mit einem Zauber aus verschiedenen... Ich muss es nicht wissen. Ist vielleicht besser so. Du springst. Und ich drehe. Ist das dein Ernst? Vertrau mir. Ich springe, du drehst. Viel Glück. Ich springe, sie dreht. Das funktioniert. Nicht für Zeit, Doc. Okay, das kriegen wir hin. Das klingt nicht gut. Ich sollte mich beeilen. Ja, komm, ja, zack, ja, auf. Töte Mission 6 auf dem Weg nach unten alle Gegner. Oh, wow. Wir haben uns sogar noch den Erfolg geholt. Oh, so ein Gestank. Da haben wir sogar wirklich alle Gegner getötet. Und da ist die große Pumpe.
Man hat sie gerade schon gehört. Da ist ja. Hier können wir noch mal kaufen. Da hätten wir eine Tür. Was brauchen wir denn für die Tür hier? Ein Kupferschlüssel. Ja, was noch. Kommt man ja nicht immer dazu. Kurzer, rascher Weg hinab. Erreiche alle Ziele innerhalb der Zeit. Oh. Okay. Da drüben geht's auch noch lang. Sind weg. Also. Von 18. Keine Ahnung, wo ich hier jetzt was übersehen hatte. Wo ist der letzte? Da. Da kommen wir aber nicht mehr hin. Ich könnte das gerne nochmal probieren. Wir werden so oder so nicht alle Türen machen. Wenn man für die meisten die Schlüssel erst dann bekommt, wenn man schon längst an ihm vorbei ist. Fuck. Das Runterfallen kostet definitiv viel Zeit. So wie jetzt.
glaube, das schaffen wir jetzt schon nicht mehr. Ja, geheim müssen wir neu starten. Sag mal! Mal angewöhnen, wenn ich den Joystick den rechten nach innen drücke, dass ich dann das Blickrichtung springe mit der Kamera. Ich komme vor allem immer wieder hier oben raus. Also runterfallen ist eine Todsünde für die Mission. Also wie jetzt. Ich würde das gerne schaffen. Die ersten paar gehen ja gut. Fällt mir wieder einer. Wieso fällt mir immer der einer? Ich weiß, es ist gerade nicht allzu interessant, sich anzusehen, weil ich halt nur die eine Mission mache. Ja, diesmal haben wir's. Mal schauen, brauchen wir noch irgendwas? Wie viel kostet eigentlich jetzt der nächste Spiel? Also das nächste Kreuz. 3,5. Können wir uns eh nicht leisten. Na dann du, ekelhaftes Rexvieh. Oh,
stinkt ja grässlich. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsboss. Also du bist wohl die geheime Zutat. Wer bist du? Bin deine Verabredung, du hässliches Stück Scheiße. Succubus. Wer zur Hölle bist du? Daneben. Übrigens, mein Name ist Dante. Dante? Sohn des Sparda? Und Eva der Hure? Ja, aber nenn mich einfach Dante der Dämonentöter. Klingt doch gut, oder etwa nicht? Du willst mich töten? Du kannst mich nicht töten. Ich bin 1200 Jahre alt. Dabei siehst du gerade mal nach 12.000 aus. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Na dann, Maniküre, gefällt? Nette Fingernägel, ich geb dir eine Maniküre. Okay, Kugeln magst du nicht. Au! Oh, wirklich? Irgendwie bezweifle ich das. Nein! Kann man mal schön wegen dem Lebensbalken sehen, wie der Unterschied zwischen einem Schwerthieb ist und einem. Ah. Dem Sensenhieb. Und dann natürlich die Axt. Dann komm mal rüber. Ich werde die Arme frei ausreißen. Sie zerkauen und sie in dein lächerliches Gesicht kratzen. Und deswegen mag ich diesen Boss. Der hat die besten Sprüche drauf, die ich so bisher gehört habe. Davon muss man leider mal weg. Au! Oder wegspringen. Komma! Mach doch mal. Haben und Ende. Aber gleich ist Schluss für mir das Spiel.
Fange ich bei Phase 1 wieder an? Fangen wir den Kampf nochmal von vorne. Ich glaube, ich krieg's jetzt nochmal mal. Ich komm nicht ran. Ah ja. Dafür sind die Seitenplattform. Ich hab sogar verschiedene Sprüche drauf. Haken und aus Maul. Da sagt der Dante, dass das auf diese Weg ist. Man sieht, wie er die Hand schüttelt. Oh, zack, sind wir wieder hier. Oh, wirklich? Irgendwie bezweifle ich das. Komm mal her mit deiner Hackfresse. Abserviert. So. Jetzt noch schnell raus hier. Und dann ist sie auch weg. So, da brauchen wir. Du bist komplett durchgedreht.
Damit bekommen wir unsere Heilpolster. Ich liebe diese Sprüche. Was ist los? Succubus. Wirklich? Die ist so hässlich. Müssen wir über sie sprechen? Mein Succubus ist tot. Oh. Sparda. Der Verräter, was ist mit ihm? Seine Brut. Der Nephilim. Er wehrt sich. Ah! Neue Waffe, Erics. Mächtige Panzerhandschuhe, die einem einzelnen sie enorm Schaden verursachen kann. Jeder Angriff kann für einen stärkeren Effekt geladen werden. Dreifach S-Rang für die Stilpunkte. Aber wird dann einmal gestorben, das geht Abzug. Naja, immerhin. Bossbonus 500 Weizerkugeln. Das passt doch. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge mal wieder gefallen. Der Succubus ist einfach einer meiner Lieblingsgegner, weil sie einfach nur Beleidigungen raushaut ohne Ende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir alles auf den Kopf stellen. Und bis dahin, tschüss.